Looks like we've made it to the lowest level of the temple. Let's see what's in there. Ja, damit willkommen zu einer neuen Folge von Star Trek Online. Yo, wir sind auf dem Weg hier. In den Tempel. Ich hab nichts verpasst, wir sind gleich hier unten gelandet. Er ist tot, von Watt war überwältigt. Und wir gucken uns mal den Tempel an. Um das Leben ist. Im Stasis Cavern der Watt war. Er da noch rum. Auch nix. So, hört mal auf, hier auf mich zuzulaufen. Jetzt lieber. Kann man da was sehen? Nichts Interessantes zumindest. Gucken wir einfach mal weiter, Alter. Der Techniker. Och, nö. Wow. Puh. Übersehen. Nee. Hört mal auf da. Boah, es greifen auch noch. Nämlich hier Technikerwitz hier. Super. So, erledigt. Da müssen wir warten, bis der Alarm weg ist. Oder? Nee, doch nicht. Aha. Was? Wo ist dann Gomani? Ach da, der liegt in der Wand. Okay. Ja, vielen Dank. Ich bin Myta. Oder Myhetta, keine Ahnung. Thank you. If you are here, then it means our secret is revealed. I am sorry, but we did what we needed to survive. Ja, euer geheimes Geheimnis, das uns die Wotwa schon lange erzählt haben. Take this. It is the code to open the door. Please, do not judge our people too harshly. You would have done the same if you faced extinction. Wir werden sehen. Tada! Ja, noch geht man nicht viel. Oh, das sind sehr viele Stasis-Kapseln. Nein, echt jetzt? Welche Überraschung! Lassen Sie uns die scannen. Wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Oh, wie denn auch da dann? Da. Ein Scan der Stasis-Kapsel zeigt, dass sich daran ein Watwa befindet. Es ist jedoch kein Soldat. Dieser Tempel war tatsächlich ein riesiger Lagerraum für nicht-militärische Watwa-Eliten. Aus ihren Scans wird ersichtlich, dass die Kobali Watwa nur aus den Stasis-Röhren nehmen, die nicht mehr funktionieren, um sie in Kobali zu verwandeln. Kennen Sie die Stasis-Röhren, um mehr über die Geschichte zu erfahren. In den letzten 10 Jahren wurden mindestens 300 Leute aus ihren Röhren herausgenommen und in Kobali verwandelt. Allerdings wurden wesentlich mehr Röhren entfernt, bevor die Kobali zu den Planeten kamen. Diesen Scans zufolge könnte es sein, dass ein Großteil der Kobali, die uns begegnet sind, vermutlich in ihrem frühen Leben Watwa waren. Kennen Sie die leeren Kapseln? Die Kapseln, die nun leer sind, zeigen alle Zeichen von technischen Fehlfunktionen. Alle Kapseln, die noch funktionieren, wurden nicht angerührt. Einige der Kapseln, die Fehlfunktionen hatten, wurden repariert, um Körper zu lagern, die Kobali in Zukunft verwenden wollen. Kennen Sie Daten zum Shadowkeeper? Never imagined that we would find this. The Vodwar aren't fighting the Kobali over territory. They want their people back.
this is why the Kabali stopped wandering. Everything they needed was here. It's not right. Some of the Vaadwaar in the stasis tubes could still be revived. The Vaadwaar are a dying race. Their methods may be extreme, but they're doing what they think they need to do to survive, just like the Kabali are. Wir haben recht, Captain Ken. Wir müssen etwas unternehmen. I'm glad you agree with me. We need to take this information to the General and get him to explain why they hid this from us. If the Kabali had been up front with us from the start, we could have figured out a better solution for this. Ich bin einverstanden. Lassen Sie uns den General aufsuchen. Okay. Gehen wir mal zum General. You've both returned. General, we know about the temple. When were you going to tell us? Secrecy protected our future, Captain. How are we supposed to help you if you won't even tell us what the problem is? That's enough, Captain. Captain Drolly, you're late. The Kazon delayed me. What's the situation? Der Tempel der Kobali ist voll mit Stasiskapseln der Vaadwaar. Sie nutzen diese als Teil ihrer. Captain Kim, no matter our personal feelings, we must follow the Prime Directive. We are not here to change the Kobali culture. We are here to protect them. Das ist Blödsinn. I'm sure we'll see you again soon. Sehe nur ich das so, dass sie totalen Blödsinn gelabert hat? Ich meine, wir ändern nicht die Kultur der Kabali. Wir sorgen dafür, dass sie nicht die Vaadwaar wiederbeleben. Die können sich andere suchen, die sie wiederbeleben können. Die Vaadwaar wollen ja auch nur ihre Leute zurück. Von daher mischen wir uns ja schon so oder so bei den Vaadwaar dann ein, weil wir die da verhindern, dass sie ihre Leute ordentlich bestatten oder was auch immer. Die anderen wiederbeleben. Insofern hat der Captain totalen Schwachsinn geredet. Es tut mir leid, Admiral, all das tut mir so leid. Wir hätten nicht lügen sollen, doch Sie sind ein Außenstehender und wir wissen aus Erfahrung, dass nicht jeder das, was wir als notwendig ansehen, auch akzeptieren oder sogar nachvollziehen kann. Ich konnte es einfach nicht riskieren, Ihre Unterstützung zu verlieren. Ich werde Sie kein zweites Mal belügen, ich gebe Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen. Die Vaadwaar werden damit nicht aufhören, selbst wenn wir die Staatskapseln zurückgeben. Sie wissen das ebenfalls. Schauen Sie, wie Sie mit Turei gemacht haben. Selbst die Krennem sind gefallen. Ich werde Ihnen ein wenig Zeit geben. Wir reden erneut miteinander, wenn ich mehr darüber weiß, wie wir weiter vorgehen. Bevor wir beginnen, ich muss apologize on behalf of the Kabali people. We meant no harm in using the Vaadwaar. When we found the stasis pods, many of them were damaged beyond saving. We honored their fallen by using their forms to preserve our species. The Vaadwaar, however, do not. Our ways are difficult to understand. For some, they may be reprehensible. No matter what the Vaadwaar think, we cannot end this practice without dooming our species to extinction. And that we will. Jatanian has sent word that he needs aid. Are you willing to help him? Tja, vielleicht solltet ihr euch Leute suchen, die freiwillig ihre Toten dahin. Ah, okay, wer macht das schon? Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass so eine Kultur existiert. Na gut, machen wir mal weiter. Ist richtig, nicht dass ich dann wieder zurücklaufen muss oder so. Hätte mal auf die Map gucken sollen. Wo sind wir? Wo muss ich hin? Da drüben. Naja, doch. Ich glaube, das ist kürzer, wenn wir rauslaufen. Ne? Bin ich da? Was? Bin ich da gespawnt? Hallo? Hab doch. Hallo? Aktivieren und dann macht's nicht. Sehr merkwürdig.
So, hier ist doch kürzer, wenn wir da rumlaufen. Dann treffen wir da nicht auf so viele Gegner, die uns ja dann aufhalten. Und Zeit kosten. Dum, di dum, di dum. So, guten Tag. Ihr Vater meinte, dass Sie weitere Unterstützung benötigen. Ich werde die Daten der überrannten Kobali-Basis bergen. Gut, dann machen wir das mal. Laufen wir wieder durch. Die Gegner gleich durch. Die Basis ist überrannt und wir sollen da rein. Lass mich. Ach, diese Dinge. So nervig. Ätzend. Nervig. Nervig. Ätzend. Ich bin schön nicht mehr rausgekommen, laufen um zu sterben. Dann haben wir gleich die ersten Daten. Energie der Wadwa. Hallo. Grüße. Ja, haben wir diese Unfreundlichkeit. Dann kommen noch mehr. Auch abschießen. Einfach alles abschießen, was hier rumläuft. Aber wo kann ich jetzt hier weitere Daten kriegen? Ist umsonst gekillt? Na, da sind weitere Daten. Gut. Töten wir die. Den da. Dann Daten. 33. Ne. Wie gesagt, keine extra Mission. Die nerven nur. Ach, hier laufe ich wieder außerhalb, ne? Im Kreis. Ja. Irgendwie reinlaufen. Hilfe. Ah, hier. Daten. Sehr schön. Groß ist der Kreis nicht und dann gibt es nur so wenig Daten. Warum gibt es hier keine Daten? Noch riesige Konsolen. Macht sind ja auch noch welche. Da hinten sind wieder Daten. Den Kreis zu klein gemacht, glaube ich. Weil die Dinger sind ja alle außerhalb. Nein, nicht alle, aber wieder. Die Wadwa haben mehrere Wissenschaftler ausgespioniert. Okay. Die Kobali versuchen biologische Forschung vor den Wadwa geheim zu halten. Das ist ja normal. Würde wohl jeder tun. Hallo. Gott. Der lüftet eine Waffe. Gott. Da noch angesprungen. Da sind doch Daten. Sehr schön. Ich schlage vor, dass in Zugriff auf eine Wadwa-Konsole erlangen. Okay. Hier ist eine Konsole. Nein, natürlich nicht mehr. Ach, darf ich euch mal wieder begrüßen? Steht da wieder so nett rum.
muss echt sagen, ich bin echt öfter verreckt letztes Mal, wo ich hier gespielt habe. Aber da war ich auch nicht so gut ausgerüstet, noch nicht. Nein, wenn ich in den einen harten Kreis laufen. Was löschen? Okay. Okay, die warten im nächsten Lager auf uns. Gucken wir doch mal. Wie wir. Gibt's auch nicht. Stirb mal gleich. Hier vor uns runter. Echt. Also echt mal. Das geht ja mal gar nicht. Wieso läufst du nicht? So, und da ist das nächste Lager. Da sind auch Transporter, die werden wir mal als erstes aktivieren. Welchen Zugriff haben? Hallo? Transporter? Geht gar nicht. Vielleicht müssen wir erst mit ihm reden. Thank goodness you're here. You've recovered the data from our lost base? Excellent. I knew you could get the job done. Now, we need your expertise on several issues for us. Okay. Ist jetzt alles gut? Und jetzt? Will ich den Transporter aktivieren? Ich bin hin und her. Rennen müssen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, Edmund. Wir tun unser Bestes und... Ja, toll. Warum? Haben wir keine neue Mission? Erstmal hier. Belohnung annehmen. Ich dachte, in der Zeit meldet sich jemand, aber nö. Ach, Leute. Delta Quadrant sind wir, glaube ich. Na gut, rufen wir mal. A group of Alliance ships are currently under attack by the Vardwar in the Orlita system. The Lisette is making its way there to render assistance. I want you to back them up. We don't know what the Vardwar have there, and I want to give us the best possible chance of victory. Na gut, akzeptieren. Gut. Ich will trotzdem gucken, ob ich hier das irgendwie aktivieren kann. Bin doch hier. Nicht wieder hierher laufen. Anscheinend habe ich keine Wahl. Das ist doof. Das ist richtig doof. Gut, und ab. Helfen der Lisette. Ach ja, dann würde ich aber sagen, machen wir hier Schluss mit der Folge. Und in der nächsten Folge helfen wir dann der Lisette. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.